Wien. Erster Bezirk, Montagabend. Der Terror geht weiter. Nach Paris und Nizza mordet der sogenannte Islamische Staat in der österreichischen Hauptstadt. Diesmal ist es ein 20-jähriger Nordmazedonier. Kultim Faisulay erschießt mit seinem Sturmgewehr AK-47 vier Menschen, verletzt 17, teils schwer. 16 Stunden später. Spurensuche in St. Pölten, 66 Kilometer westlich von Wien. In den frühen Morgenstunden hatten hier Spezialeinheiten der österreichischen Bundespolizei eine Wohnung im ersten Stock dieses Mietshauses gestürmt. Der Mieter, ein junger Mann, vermutlich Tschetschene. Er soll in Kontakt mit dem ISIS-Terroristen gestanden haben. Ein Nachbar berichtet. Guten Tag, grüße Sie. Ja, hallo. Wir wollten nur wissen, was heute Morgen passiert ist. Was haben Sie beobachtet? Achso, ja, heute war um circa 5 Uhr. Da war die Polizei. Da genau. Und die haben beim ersten Stock, glaube ich, dort, ja, erster Stock oben dort, genau, die haben den Mann mitgenommen, glaube ich. Er ist unser Nachbar, er war immer nett und wir haben nicht gedacht, dass er so macht. Könnt ihr kurz sagen, was hier passiert ist heute Morgen? Nein, tut mir leid, wir sind doch Ermittler und das geht nicht ganz. Was ermitteln Sie jetzt? Hier haben Sie Festnahmen hier stattgefunden heute Morgen? Tut mir leid, kein Problem. Am Mittag trifft die Spurensicherung ein. Diente die Wohnung eventuell als konspirativer Treff zur Vorbereitung der Terrortat? Zeitgleich durchsuchten Spezialisten die Wohnung des Täters in der Wagramer Straße im 22. Bezirk. Hier lebte Kultim Faisulay seit 2 Jahren. Der 20-Jährige war den Nachbarn offenbar nie negativ aufgefallen. Das erste Mal, dass wir überhaupt über irgendetwas gemerkt haben, dass irgendjemand da ist mit solchen Anhang oder solche Dinge. Nein, also kannten überhaupt nicht. Doch der Mann stand schon seit langem im Visier der österreichischen Sicherheitsbehörden. 2018 versucht der Mazedonier über die Türkei nach Syrien zu reisen, um sich dem Islamischen Staat anzuschließen. Er will kämpfen. Wenig später wird er verhaftet und 2019 zu 7 Monaten Haft wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung verurteilt. Doch wann radikalisierte sich der gebürtige Österreicher mit den nordmazedonischen Wurzeln? Mit 15 Jahren spielte er in einer Liga für Kleinfeldfußball. Deren Präsident Nima Muschirian erinnert sich. Der Spieler wurde als 15-Jähriger damals sogar mit einer Sondergenehmigung, weil er zu jung war, bei einem Fußballmannschaft namens El Buhari angemeldet. Und hat laut unseren Statistik ein einziges Spiel gespielt. Hatte er sich danach radikalisiert? Inzwischen nahm die Polizei 14 Männer im Umfeld des Attentäters fest. Mittlerweile reklamierte die Terrormiliz ISIS den Anschlag für sich. Kultim sei, Zitat, ein Soldat des Kalifates. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.